Okay, da wären wir auch wieder zur letzten Aufnahme innerhalb dieser Session, sag ich mal. Also, das ist jetzt die vierte Folge, die ich am Stück auch mache. Und ich habe gerade den Titel mir noch überlegt für die letzte Episode. Da hoffe ich, dass ich alles so untergekriegt habe, wie ich es ausdrücken wollte. Aber naja, heute mache ich halt ja auch noch ein Ding und da werde ich auch sicherlich noch das ein oder andere, was eigentlich in der letzten Folge unter anderem mit vorkam, heute in den Titel versuchen mit aufzunehmen. Aber ich muss eh gucken, wie weit ich jetzt komme, denn es kann sein, dass noch einiges übrig bleibt, aber ich beeile mich. Also ich habe hier noch zum Beispiel stehen auch wieder so ein weiteres Argument, was dann gekommen ist und was ich auch schon teilweise angesprochen hatte, und zwar mit dieser Aussortierung der Studenten, ne? Von wegen, die Schlechten müssen eben rausgeworfen werden, weil mein Abschluss dadurch abgewertet wird, wenn die das auch schaffen. Und da muss ich sagen, okay, also das jetzt schon ein bisschen nimmt Ausmaße an, die nicht unbedingt sein müssen. Da wird nämlich dieses Konkurrenzdenken nochmal auf die Spitze getrieben. Ja, dass du wirklich nur darauf guckst, okay, der darf es nicht schaffen, der ist nämlich viel zu blöde. Und wenn der das hinkriegt und später sich im Beruf so und so anstellt, was weiß ich, für welche Fragen stellt, dann wird mein Abschluss mit abgewertet, weil er den gleichen haben wird wie ich. Ja, das geht doch irgendwie gar nicht. Also muss man denn es so übertreiben, dass man so sehr nur den Arbeitgebern gefallen will und irgendwie das ganze Leben nur so komplett wirtschaftlich betrachtet, ja? Oder sich so selbst optimieren will. Das ist eins zu eins wirklich dieser Ausdruck der Ellenbogengesellschaft, was sich durchgesetzt hat. Vor allem im Westen kam das ja die ganze Zeit, hat sich das herauskristallisiert. Und hier im Osten vor allem, wenn man dann hier studiert, gell, und dann so redet, das geht irgendwie nicht. Also, ey, ich muss sagen, da ist mir irgendwie dann im Nachhinein, aber auch erst als ich das nochmal durchdacht habe, echt die Hutschnur geplatzt, weil ich mir dachte, wie kann das sein? Wie kann man denn so reden? Und da wurde mir auch nochmal bewusst diese Realität, wo wir leben und wie die Menschen wirklich ticken. Ne? Also vorher dachte ich, naja, das wird schon alles nicht so schlimm sein, aber da kriegst du das nochmal richtig vor Augen geführt und das ist einfach nur scheiße. Also ich kann auch nochmal hier drauf eingehen, wegen dieser Verhandlungsposition und dass man eben wirklich diesen Arbeitgebern gefallen will. Ne? Dass man dann immer nur denkt, ach, das könnte jetzt geschwächt sein, ne? Meine Verhandlungsposition. Ist ja auf der einen Seite ein richtiger Gedankenansatz, ne? Dass man natürlich will, dass diese Position gestärkt ist. Denn es ist ja auch immer so eine Frage, ne? Wenn es jetzt einen guten Sozialstaat gibt, zum Beispiel, dann hat man ja automatisch gegenüber den Arbeitgebern ja eine gute Position, weil man eben hohe Forderungen stellen kann oder auch nicht mal so viel verhandeln muss und automatisch eigentlich mehr Lohn angeboten bekommt, als wenn du eine schlechte Position hast. Wenn nämlich der Sozialstaat dich nicht auffangen könnte, dann musst du halt für jede schlechteste Bezahlung arbeiten, weil sonst der Arbeitgeber sagt, naja, mehr hast du jetzt auch nicht verdient, dann versuch halt irgendwas zu finden. Viel Glück, so ungefähr. Aber die anderen werden dann auch nicht viel mehr anbieten, weil sie es ja nicht müssen. Wenn es zum Beispiel keinen Mindestlohn gibt oder wenn es eben diese Geschichte gibt, keine sozialen Auffangsysteme. Ja, wie es ja seit Hartz IV eigentlich der Fall ist. Vorher war das nämlich alles noch ein bisschen besser geregelt. Und jetzt hat man schon immer hohe Ängste vor dem sozialen Abstieg, muss man ja sagen. Und deswegen, also von der Position aus finde ich das gut, dass man so denkt, okay, die eigene Verhandlungsposition gegenüber Arbeitgeber muss gestärkt sein. Aber doch nicht, weil mein Studium, weil jemand anders auch den Abschluss hat, der aber schlechter ist als ich, weißt du, dass man sich selber dann so schlecht fühlt deswegen. Ja, und irgendwie sich dumm vorkommt am Ende noch oder was. Das kann doch nicht sein. Das ist so überheblich und so arrogant irgendwie, dieses Verhalten. Ja, dann versuch doch selber einfach irgendwie dich zu profilieren oder was weiß ich. Und versuch nicht, das immer auf andere zu beziehen. Vor allem dein zukünftiger Arbeitgeber, der weiß im Zweifel nicht mal irgendwas über den anderen Studenten, der vielleicht schlechter war oder das nicht so einfach gewuppt hat, das Studium. Woher soll dein Arbeitgeber das später wissen? Ja, ganz ehrlich. Klar, der steht vielleicht in Kontakt mit anderen Firmen und so weiter und dann könnte es durch Zufall mal rauskommen, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie so eine übertriebene Denkweise, auch so theoretisch gedacht, ne? Dass man dann
das so anwendet und sein Leben danach ausrichtet, das finde ich absolut bescheuert. Also muss ich nochmal sagen. Und das ist, hilft einfach nur wieder dieser wirtschaftsliberalen Denkweise in die Tasche oder wirklich diesem Konkurrenzdenken, ne, in der Gesellschaft. Das ist wirklich schon so schlimm genug. Das muss man nicht nochmal mehr übertreiben und, wie gesagt, auf die Spitze führen. Und deswegen kann ich nur das dazu sagen, dass man eben wirklich nicht diesen Arbeitgebern so viel gefallen sollte, die ganze Zeit. Das hat auch was von Unterwürfigkeit, denn man hätte eigentlich auch so oder so einen Anspruch auf eine gute Bezahlung. Allein für die Zeit, die man ja in das Studium investiert hat, ne? Die man da jahrelang wirklich geguckt hat, wo man bleibt und wie man das alles hinkriegt. Ja, und dann kann man ja auch unterscheiden, okay, der eine hat vielleicht nicht so lange studiert und der andere länger. Ja, oder na gut, ich meine, es kommt ja letztendlich auch noch auf die Credits an, die du bekommen hast. Das heißt, wie viel ist das wert, ne? Alleine dafür hast du ja später auch eine gute Bezahlung verdient. Das ist ja der Grund, warum man studiert, ne? Dass man nochmal mehr eine Qualifikation hat. Man hat halt einige Jahre Investitionen dafür zu tätigen an Geld, was man ausgeben muss. Und dann ist eigentlich das Prinzip, dass du auch gut bezahlt wirst. So, und da musst du nicht so hart, sag ich mal, tryharden, um es so auszudrücken, um hier ein bisschen mehr noch rauszuholen, ja, und irgendwie nur das darauf zu beziehen, von wegen, boah, ich bin Loser, wenn ich das nicht hinkriege, ne? Ich bin schlecht und ja, ich muss irgendwie alles geben, weißt du? Und immer nur das so sportlich sehen und so wettkampfmäßig, das kann ich nicht leiden, weil man sollte sich nicht so selber runterziehen. Das ist auch eine Art von tatsächlich das, was man von dem, was man eigentlich gar nicht erreichen will, und zwar man schreibt sich damit selber irgendwie runter, ne? Man wertet sich ab gegenüber anderen und sagt, boah, nee, ich muss erstmal so einen Vorsprung machen und so einen Sprint hinlegen sozusagen, bis ich es wert bin, dass ich auch angemessen bezahlt bin. Und man sollte sich lieber fragen, warum wird man denn sonst so schlecht bezahlt? Was soll das überhaupt, dass das nicht alles adäquat ist, ne? Denn auch alleine die Zeit, die man nicht nur ins Studium investiert hat, sondern die man auch dann auf Arbeit verbringt, sollte ja ordentlich, ja, eben vergütet werden. Dass man sich nicht eben einen Arsch aufreißen muss, auf Deutsch gesagt, und das halte ich jetzt auch nicht nur für Leute, die studiert haben, sondern genauso für alle anderen, die sich körperlich anstrengen müssen, den ganzen Tag, ne, die schuften, schuften, schuften und kaum was rauskriegen an Gehalt, das kann es halt nicht sein. Es muss jeder angemessen bezahlt werden und auch ein Anspruch oder ein Anreiz gesetzt werden, damit man überhaupt in den Beruf einsteigt. Ja, und es sollte nicht immer so argumentiert werden, naja, die anderen müssen alle weniger haben als ich. So, das ist Quatsch. Ja, das will ich immer nochmal dazu betonen, dass man mich nicht falsch versteht, sondern wirklich diese Geschichte mit berücksichtigt, ne? Eben wirklich alleine, man hat einen Wert alleine, weil man Mensch ist. Und weil man eben die Zeit da investiert, ja, da sollte man auch ordentlich bezahlt werden für die Zeit. Und darüber hinaus kann man ja auch vielleicht irgendwelche Boni kriegen oder Vergünstigungen oder, wie gesagt, jetzt hier Gehaltserhöhungen, wenn man eine gute Leistung insbesondere ablegt. Aber, naja, ich finde eben schon, dass das alles eine Rolle spielen sollte, so oder so. Und man nicht ja, sich immer Sorgen machen muss, von wegen, ja, meine Verhandlungsposition ist jetzt hier geschwächt. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Gesellschaft und der Arbeitgeber insbesondere. Daran sollte man sich richten und nicht an sich selber. Immer nur diese Selbstoptimierung, ne? Die Arbeitgeber, die müssen mehr leisten und das ordentlich alles hinkriegen. Und wenn es die nicht sind, dann noch größere Konzerne, wo die mit dranhängen und wovon die abhängig sind. Und so weiter, bis die Kette nach ganz oben geht zu den Superreichen und Milliardären, die eben ihren Beitrag nicht leisten, dass eine Grundlage in der Gesellschaft geschaffen ist, die auch für eine ordentliche Infrastruktur beiträgt, weißt du, und diese ganzen Geschichten, da könnten wir jetzt wieder auf die ganz große Ebene gehen und das alles kritisieren, dass eben wirklich der Reichtum in wenigen Händen konzentriert ist und das Problem ist, dass dieses Kapital, was sich irgendwie nur selber vermehrt und was irgendwo rumliegt, nicht angegangen wird, dass man das nicht abgreift und stattdessen die kleinen Leute belastet mit solchen Überlegungen. Ja, optimier dich doch selber. Toll. Dankeschön.
Ja, was habe ich davon? Das ist so ein Aufwand, dass du vielleicht ein ganz kleines bisschen rauskriegst. Das kann nicht sein, steht in keinem Verhältnis. Und manchmal klappt es auch gar nicht, ist vom Glück abhängig vieles. Ja, ob du jetzt gut bezahlt wirst, ob du vielleicht jemanden kennst, irgendwelche Beziehungen hast. Und das finde ich eben diese Ungerechtigkeit. So, dass man keine Chancengleichheit hat. Und deswegen, ja, das dazu. Und dann wollte ich noch sagen, na gut, da gehe ich später drauf ein. Das passt jetzt hier nicht mal in die Folge. Ich denke, wir sind fertig und ich hatte hier noch ein paar Punkte, die würde ich verschieben auf später. Ist auch ganz gut so, dass ich jetzt noch mehr was aufheben kann. Nicht alles schon verfeuert, sage ich mal, an Themen. Denn ich will auf jeden Fall auch noch ein bisschen Content haben für später. Aber nun gut, ich würde jetzt mich verabschieden. Danke fürs Zusehen und tschüss.